Komm her, Junge, komm her. Ach komm, Junge. Du kommst gar nicht erst so zum Feuer. Ja, weg, 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 weg mit euch. Alter, Mann, wo kommt das? Da. So, zack, 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 zack. Ja, der X-Börser ist schon ordentlich. Schon sehr, 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 sehr ordentlich. Alter. Man trifft auch so weit entfernte Ziele einfach so locker damit. Das ist ja eigentlich schon fast unfair. Na komm schon. Na komm schon. Na komm schon. Na also. Sonst noch was? Ja sicher. Ach, wir haben hier noch jede Menge. Geh ich mal. Oh. Nein. Scheiße. Jetzt sind wir hier mittendrin. Hier muss noch ein Mine Carrier sein. Ja, ist ja gut. Hier sind noch Mine Carrier für dich. Ist wie ein Drogensüchtiger. Hier muss noch mehr sein. Ach, hier ist unser Pfeil. Das ist ja schon mal was. Ich versuche mal, das Ding schnell zu hacken. Damit, wenn unsere Energie jetzt gleich leer ist, wir wenigstens eine Verteidigung haben. Beziehungsweise eine Ablenkung. Na komm schon, schneller, schneller. Sehr gut. Damit hätten wir das auch schon mal. Hier haben wir noch mehr X-Pack-Mörser. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. So. Jetzt muss ich ja leider wieder ein bisschen zielen damit. Hallo, ich sehe rein hier. Los. Rennen, rennen, rennen. Zack, haben wir nochmal ein bisschen Energie mitgenommen. Ach, hier sind noch viel mehr Leute, die ich noch überhaupt nicht gesehen habe. So, und hier erstmal das Ding und dann dürfen sich die Viecher da unten gleich erledigen. Zack, zack. Ich finde es irgendwie schade, dass man die ständig neu hacken muss. Ich finde es irgendwie schon cool, wenn man die einfach einmal hackt und dann. Aber ich glaube, das wäre auch ein bisschen unfair. Gerade bei solchen Dingern, bei solchen dicken Geschützen. Na komm, wo bist du? Zeig dich. So, den schieße ich jetzt mal direkt mit so einer. Direkt mit so einer dicken Rakete hier. Ich frage mich, ob der auch eine braucht oder ob ich den auch mal so kriege. Ja, oder so. Wollte eigentlich einen Tarnkill machen, hat aber leider nicht geklappt, so wie ich wollte. Das macht ja nichts. Sonst noch wen hier? Nee. Aber wir haben ja noch ein bisschen X-Pack-Mörser-Energie. Das heißt, wir können noch ein bisschen damit durch die Gegend rennen hier. Na komm schon. So, müssen wir doch jetzt noch fertig kriegen, diese Leute hier. Das kann doch nicht angehen. Wie weit ist das weg? Was? Verwundbarkeit? Sekundärkühlsystem. Wo ist denn das? Wo ist das Kühlsystem? Ach, da unten. Das machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wollen hier alles mitnehmen. Wir sind, glaube ich, eh so langsam am Ende des Spiels. Wenn man sich so das Szenario mal anguckt. Da können wir auch echt noch in Ruhe alles mitnehmen. Oh, Kontrollpunkt, das ist schon mal sehr gut. Kühlsystem sabotiert. Oh, 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 das war eine schlechte Idee. Hallo? Sichtfeld blockiert, bist du blöd? Sichtfeld ist doch frei. Ach, jetzt. Natürlich, man muss auch auf Augenhöhe sein, sonst. Funktioniert das verdammt normal nicht? Scheiße. So, dann hacke ich mal eben schnell die Dinger. Die sind da sehr viel komplizierter. Alter, Alter. Piss dich. Verdammt. Oh, oh, Energie niedrig. Alter, Scheiße. Wenn mir das jetzt nicht gelingt, bin ich am Arsch.
So, sorry, dass ich gerade den Schuss so verschwendet habe, aber ich war gerade ein bisschen in Panik. Da müsste das mal so gehen. Jetzt haben wir schon wieder so ein Viech direkt neben uns. Alter. Alter, Alter. Nein! Verdammt! Wir sind nochmal in das verdammt, in dieses scheiß Feuer gelaufen hier. Ja, dann nochmal das. Hallo? Ach, jetzt hat er auch wirklich den Feuermodus. Er sagt immer noch Sichtfeld blockiert, obwohl das überhaupt nicht sein kann. Wenn man mal ehrlich ist. Ja, ich versuche jetzt einfach hier alles wegzuhacken und fertig. Oh. Lieber nochmal ein Tarnfeld. Ins Tarnfeld. Tarnmodus gehen. Sicherheitshalber. Damit wir keine bösen Überraschungen erleben müssen. Das würde, glaube ich, ein bisschen unangenehm enden für uns. So. Hier müsste uns eigentlich das Ding nicht mehr erwischen und wir können es in Ruhe hacken. Also was heißt in Ruhe? Ich kann es ja immer noch nicht hacken, ey. Mann. Ja, die Dinger sind noch weit genug weg. Wie es aussieht. So. Ja, ist aber schön, dass man das wenigstens so machen kann. Dann kann man es auch mal in Ruhe hacken. Alter, ey. Das Ding ist aber schwer zu hacken. Mach das gleich kaputt, wenn das so weitergeht. So, jetzt aber. Mein Gott, ich hab's gerade nicht erwischt. Mann, ich drücke immer viel zu spät, das zweite. Mist. Ja, also nochmal warten. Also letzter Versuch jetzt, wenn ich es nicht auf der Kette bekomme, dann hau ich das Ding halt kaputt. Auch wenn es, glaube ich, unglaublich praktisch wäre. Komm schon. Komm schon. Ja. Alter. Na endlich. Da unten ist die Schwachstelle. Wir müssen also scheinbar hier runter. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Sieht aber ganz gut aus. Was haben wir hier jetzt? Ach, das war's schon. Okay. Auch gut. Können wir sogar hier lang. Alter, haben die extra hier Minen gelegt, damit man nicht hier so diesen kleinen versteckten Weg benutzt. Ah, na los. Komm schon. Das ist der letzte. Weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist er überhaupt ein Mensch? Rekombinant-DNA. Gott nochmal, sieh dich an! Seth Wurmloch schließen, was? Alter, ich glaube, jetzt geht's hier richtig los. Nein, das Ding hacken wir jetzt mit Sicherheit. Bist du ich zerbreche an dem, was ich aufgeben musste? Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. Oh, Rich Mode. Oh. So, dann können die Viecher mal sehen, wie das ist, wenn die den eigenen Respekt-Mörser abbekommen. Oh, so, müssen wir lang, da lang. 100 Meter noch. Ja, wir rushen jetzt einfach durch. Ich hoffe, das funktioniert auch. Wahrscheinlich geht's eh in die Hose. Huch, Alter, Alter. Fall da nicht runter. Alter! Das gibt's ja gar nicht. Boah, Stier! Wo kommen diese Hakenschüsse? Ja, die haben auch erlebt. Alter, ich sehe hier auch nichts. Aber das ist, glaube ich, gerade scheißegal. Einfach hier. Wir höllen jetzt einfach überall drauf. Boah, komm schon. Weiter geht's. Nein, nimm das Ding wieder mit. Bist du bescheuert? Alter, ey, was macht er denn? Achso, es geht nicht, okay. Ja, hör auf jetzt zu heulen. Das ist erschossen. Wo ist die Brücke? Hier ist die Brücke. Alter, scheiße, jetzt war ich gerade neben dem Mikro. Schon wieder nicht aufgepasst. Das passiert aber auch mal schnell in solchen Action-Szenen, dass man hier so ein bisschen angespannt sitzt und direkt gute Position verliert, die man vorher eingenommen hat.
Ich höll einfach mal hier überall die ganze Zeit ein bisschen was rein. Dann ist auf jeden Fall nichts mehr da. Ja, komm. Ich schau ich auch noch weg. Ist der noch? Nein, der ist nicht mehr. Alter. Ich sehe auch überhaupt nichts gerade. Das ist egal. Wir haben ja immer noch eine Ultra-Anzugaufladung hier. Ach, sehr geil. Man kann die Dinger ja zerschießen. Das wüsste ich noch gar nicht. Ach, komm schon. Naja, gut, die Dinger gehen irgendwie nicht kaputt aus irgendeinem Grund. Noch 60 Meter, verdammt. Los, rennen! Noch wen da? Schade eigentlich, das hat schon Bock gemacht, gegen die ganzen Viecher so zu kämpfen. Alter, geil. Naja, weiter geht's. Wir müssen das Seth-Wurmloch schließen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie wir das anstellen sollen, aber... ihr wisst ja, wir springen einfach rein und irgendwie wird irgendwas passieren. Komm schon, rennen! Renn, renn, das sind die letzten Meter deines Lebens, die du vielleicht rennst. Also. Renn! Mehr Alpha Seth vernichten. So, das heißt, wir sind endlich angekommen und müssen den Alpha Seth vernichten. Du Hurensohn, du und ich, gelaubige Blatt, komm schon! Alter, wieso kann ich schon wieder nicht jetzt erwarten? Ich konnte gerade schon wieder nicht den Feuermodus wechseln. Ey, solange wir noch überladen sind, geht's hier noch vorwärts, glaube ich. Oh, was machst du? Prophet! Prophet! Sind Sie da? Sind Sie okay? Ah, verdammt. Nein! Dieser Anzug gehört mir! Wir haben eure Technologie weiterentwickelt! Ich halte doppelt so viel aus wie du! Oh, da hinten sind so ein paar Gegner, sehe ich gerade. Ein paar viele. Oh, ein L-Tech, das können wir gebrauchen. Ein Javelin, sehr gut. Javelin, sag ich mal. Jaw meine ich natürlich. Soli. So, wir haben hier doch die gute alte Gauss. Dann nutzen wir sie doch einfach mal. Mist. Komm, schieß! Alter, leck mich. Ja, weg mit dir. Weg mit dir. Oh, weg mit dir, komm. Zack, weg dieser. Ja, und du kommst auch noch weg, keine Sorge. Noch irgendwen? Nein. Expect. Oh, da. Ziehen wir es durch. Oh. Alter, was? Wie soll man dem denn ausweichen? So, ich versuche mal da hinten im Wind zu laufen. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Ah, hier haben wir einen Panzer, das ist doch schon mal was. Na los. Oh, was? Was? Yeah, kaputt geschossen. Nein. Prophet, sind Sie da? Sind Sie okay? Sehr. Nein! Dieser Anzug gehört mir!